So Leute, willkommen zurück zu Mario Kart 8. Hier auf der Wolkenstraße, habe ich schon mal gesagt, über den Wolken. Ja, habe ich schon mal gesagt. Soll ich auch mal eine kleine Geschichte erzählen? Bin ich ein bisschen aufgedreht? Nein, ich bin nicht aufgedreht. Zuschauer fahren übrigens mit. Grüße an alle, will jetzt nicht wieder alle Namen nennen, weil ich bestimmt nicht alle nennen könnte, weil sie mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber ja, ihr seid dabei, das freut mich, ihr freut euch, wir freuen uns alle. Wie gesagt, zurück zu meiner Geschichte. Ich habe ein kleines Problem, meine lieben Freunde, und zwar, ihr wisst, ich habe ja von meinem tollen Ventilator erzählt, der jetzt hier neben mir steht. Das Problem, das ich momentan habe, ist, ich habe zu wenig Steckdosen. Ich habe echt zu wenig Steckdosen. Irgendwie braucht alles in meinem Zimmer irgendwie eine Steckdose oder 5 Steckdosen teilweise auch. Und jetzt ist es so, ich habe nur eine Steckdose für mein Wii U Ladekabel-Dingensbummens und die gleiche Steckdose benutze ich halt für meinen Ventilator. Jetzt hat aber mein Wii U Gamepad Dingens keinen Akku mehr, deswegen kann ich den Ventilator nicht benutzen, weil ich ja das Wii U Gamepad laden muss und das finde ich nicht so toll. Das heißt, ich kann mich während den Rennen einfach nicht kühlen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie schrecklich das ist. Das ist echt so schrecklich. Aber gut, das sind First World Problems. Wo wir gerade bei First World Problems sind. Problems sind. Nein! Oh, gut. Verpiesel dich, liebe blaue Panzer. Ja, keine Ahnung, wollte ich jetzt gerade irgendwie ein paar Probleme, die wir nur in der ersten Welt so haben, aufgreifen. Aber ich glaube, ich lasse das doch lieber sein. Weil, keine Ahnung wieso, ich mache es einfach. Weil, was ist überhaupt wer hat es überhaupt definiert, was First World ist, was Third World, was Second World? Was ist eigentlich Second World? Wo gliedert sich das denn eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. So, First World kann ich mir was darunter vorstellen, so Mitteleuropa und hier USA, bliblablub. Third World, also dritte Welt, ist wahrscheinlich so diese Entwicklungsländer hier. Afrika und zum größten Teil auch Asien. Aber was ist Second World? Was ist Second World? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. So, nochmal eine. Sorry, Sunny. Tut mir echt ein bisschen leid, aber so ist das Spiel halt. Ab und zu gewinnen die Guten und ab und zu gewinnt Foka. Das ist halt so. Passiert. Danke, Lakitu, dass du mir zum Sieg gratulierst. Ihr könnt mir auch alle gratulieren, indem ihr alle einfach mal einen Daumen nach oben gebt. Oder gebt mir jetzt extra einen Daumen nach unten, um mir eins reinzuwürgen. Wisst ihr, was noch so ein First World Problem von mir ist? Und zwar, ihr wisst ja, die Thumbnails, wie ich die mache, indem ich so ein Vorschaubild da nehme von der jeweiligen Strecke und dann noch irgendwie so im Vordergrund so ein bisschen was einfüge. Und jetzt habe ich so langsam alle Strecken so durch, mehr oder weniger. Beziehungsweise ein paar habe ich noch nicht ganz durch. Also von ein paar habe ich die Vorschaubildchen nicht genommen. Und das Problem ist, dass die Strecken aber auch leider nicht drankommen, wenn sie drankommen sollten. Das heißt, dass ich, jetzt mache ich es so, also es gibt immer 3 Vorschaubildchen ja bei einer Strecke. So 2 von der Strecke an sich und eine vom Start. Und eigentlich habe ich immer vermieden, die vom Start zu nehmen, weil da sieht man halt die Fahrer auch teilweise und das finde ich nicht ganz so cool, wenn man das dann im Vorschaubild, im Thumbnail sieht. Und deswegen habe ich das vermieden. Jetzt muss ich es halt aber nehmen, damit ich nicht irgendwelche Bildchen doppelt nehme. Ja, das ist mein Problem, das ich momentan habe. Ist das nicht schrecklich? Oh, und was auch schrecklich ist, ist, dass ich von allen möglichen Scheiß getroffen werde. Im vorigen Rennen lief es doch gerade so gut. Wieso läuft es jetzt nicht gut? Wieso? Vielleicht wird es ja noch. Hey, Pilze, kommt das jetzt nicht schlecht? Ah, das ist nicht schlecht, aber wenn ich von einem Boomerang getroffen werde, ist das auch nicht so gut. So, okay. Hier, bitte wieder 3 Pilze. Das hätte. Oder Goldpilz. Ja, danke, 3 Pilze sind echt cool. Dagegen habe ich wirklich nichts. Ist auch gut, dass der, hier der rote Panzer mich nicht getroffen hat. Jetzt kann ich noch mit einem Pilz den Blooper wegmachen und dann bekomme ich vielleicht noch ein gutes Item, nämlich einen Stern. Ist jetzt gar nicht mal so gut, aber auch gar nicht mal so schlecht. So, alle Feuerbälle abwehren. Ich hätte es nicht geschafft, nee. Okay, gut, dass ich nicht den Shortcut genommen habe, denn ich hätte ihn definitiv nicht geschafft, meine Damen und Herren. Weder schießt nach hinten.
Weh, du schießt nach hinten. Wo ist mein roter Panzer hin? Wo ist mein roter Panzer hin? Wie ist der jetzt verschwunden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Los, triff irgendjemanden. Triff irgendjemanden. Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Okay, okay. Was bin ich? Was bin ich? Was bin ich? 50. 5. Ja, 5. First World Problems. Und nochmal ein First World Problem, nämlich wir fahren nochmal die gleiche Strecke wie im ersten Rennen. Hey, yeah! Ist das nicht cool? Also, ich finde es jetzt noch megamäßig schlimm. Aber wäre trotzdem schön, wenn wir ein bisschen abwechslungsreichere Strecken haben. Aber gut, ich mag die Strecke, da bin ich Erster geworden. Ah, könnt ihr euch noch erinnern, als ob es vor 2 Rennen gewesen wäre. Es war eigentlich vor 1 Rennen, aber gut. Oh Gott. Na gut, scheißen wir mal drauf. Wieso bekomme ich nur Münzen? Wieso? Wie in der ersten Welt, wir bekommen einfach die ganze Zeit nur Münzen. Das ist unglaublich. Damit können wir uns... Was kann man sich mit Geld schon kaufen? Das kann man gar nichts. Kein Essen, keine Kleidung, kein gar... Ich glaube, das ist gerade wieder irgendwelchen Stuss. So, tut mir leid dafür. Nein! Oh doch, zum Glück. Ich habe immer Angst, wenn so ein Bip-Bip, Bip-Bip, Bip-Bip kommt, weil dann habe ich Angst, dass das auf mich gezielt ist, dieses böse, böse Panzerchen. Und das finde ich gar nicht mal so gut. Sunny, bitte, schieß mich nicht ab. Schieß mich nicht ab, habe ich gesagt. Und da bekomme ich nochmal ein Item. Ah, wisst ihr, ich bin auch so ein Vollidiot. Ich gehe immer davon aus, so, wenn der grüne Panzer vor mir ist, dann habe ich immer Angst, dass ich von dem getroffen werde. Aber wenn er hinter mir ist, gehe ich eigentlich meistens davon aus, der trifft mich sowieso nicht, weil ich treffe halt die Leute auch nicht. Und dann denke ich so, ja, die Leute sind wahrscheinlich gleich schlecht wie ich. Aber das ist dann meistens ein Fehler, wie man hier gesehen hat, weil die Leute sind meistens besser als ich im Ziel. Und was? Ach so, und ich habe mich schon gefragt, wie hat mich der Blitz getroffen, wenn ich gar nicht über der Bahn war? Nein, bitte diesmal nicht. Oh, zum Glück. Das wäre es jetzt nochmal gewesen. Reicht das? Ja, das reicht. Okay, sehr gut. Ey, hört auf hier! Oh Gott, nimm nicht meinen Windschatten, das ist mein Windschatten! Meins, 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 meins! Okay, komm, gute Zeit. Ja, du kannst mich mal, du kannst mich echt mal. Ja, das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht fair. Ich habe in diesem Rennen 3-mal oder 4-mal sogar Münzen bekommen. Das finde ich einfach nicht fair, sorry. Jetzt bekomme ich eine Bananenschale auf dem 3. Platz. Was will ich damit anfangen? Leute, was will ich damit anfangen? Sunny, bitte, schieß den ersten ab, irgendwie. Du schaffst das. Los, ich glaube an dich. Du wirst unbesiegbar sein. Der Beste sein. Ja, super, Piranha-Pflanze. Damit kann ich gar nichts anfangen. Ja, okay. Jetzt wenigstens den 3. Platz sichern, gut. Naja. Gibt es eigentlich eine 4. Welt? Gibt es 4th World Problems? Das wäre ein interessantes Thema. Was wird zur 4. Welt denn gehören? Neuland, Internetwelt. Das ist die 4. Welt, meine Damen und Herren. Hup, halt noch mehr. Ja, ist schon gut, Waluigi. Hupe für die Gerechtigkeit. Leute, ich hab völlig vergessen, dass ich aufnehme. Hey, hier, willkommen. Ich habe mir gerade Gedanken drüber gemacht, was ich in dem Part, in dem Rennen sagen soll. Und da hat das Rennen schon längst angefangen. Hey, na, wie geht's so? Was macht ihr so vor eurem Bildschirm? Genau das, was ich sagen wollte, ist, könnt ihr euch um einen Gefallen bitten? Und zwar, wenn ihr Zuschauer halt von mir seid und auch die Videos auch anschaut, könnt ihr dann auch so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht immer dass ihr nicht auch immer die gleichen Strecken wählt? Also, ich kann es euch nicht verbieten. Und prinzipiell habe ich auch nichts dagegen, weil wie gesagt, ich fahre nicht alle Strecken gern, aber ich habe nichts dagegen, wenn ich einmal eine Strecke mehrfach fahre. Nur, ich habe so das Gefühl so ein bisschen, dass für die anderen Zuschauer das dann halt ein bisschen langweiliger ist. Auch wenn ihr mir oft gesagt habt, hey, das Gameplay ist jetzt nicht so wichtig. Nichtsdestotrotz hätte ich es lieber, wenn man halt abwechslungsreichere Strecken da hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir diese Strecke schon 100-mal gesehen haben. Aber, ja, sehr gut, der war gut. Im Auswahlbildschirm haben halt ziemlich viele, auch von euch, hier Varius Abfahrt wieder genommen.
Und Valdosabfahrt ist ja meine Lieblingsstrecke. Aber die haben wir doch ziemlich oft gesehen und deswegen wähle ich sie unter anderem auch nicht unbedingt mehr so oft. Oh Gott, ja, was wäre mit grünen Panzern hier an dieser Stelle? Das gibt's doch gar nicht. Und was ich noch erzählen wollte ist, ich habe ja gesagt, vielleicht mache ich diese Woche einen Livestream. Mache ich auf jeden Fall nicht. Weil, keine Ahnung, ich würde da lieber was anderes machen, was ihr jetzt nicht wissen müsst. Aber was ich halt machen würde. Und, oh Gott, hört doch auf mit dem Boomerang. Und deswegen gibt es diese Woche keinen Livestream, aber vielleicht nächste Woche. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nächste Woche einen Livestream gibt. Dafür gibt es morgen ein neues Projekt. Kündige ich jetzt einfach an, obwohl ich noch keinen einzigen Part davon aufgenommen habe. Aber wird schon so sein, dass morgen ein neues Projekt... Oh, wieso? Wieso, dass morgen ein neues Projekt startet? So, nein, den habe ich scheiße gemacht. Komm. Bitte. Vierter? Hä? Hätte ich nicht Dritter werden müssen? Hätte ich? Ja, okay, Vierter. Ja, gut. Hä? War Abudi jetzt nicht gerade Rosalina? Jetzt bin ich... Ja, Abudi. Hä? Abudi fährt doch Rosalina, oder? Aber er war vor mir in der Rangliste und jetzt ist er hinter mir. Seht ihr, das ist er, oder? Oder? Ja, super, jetzt habe ich mich nicht... Ah, nee, er fährt die andere Rosalina. Okay, ah, sorry. Okay, dann habe ich es verwechselt. Gut. Tut mir leid. Ja. Buh. Ju. Komm, treffe ich jemanden? Nein, natürlich. Ich treffe mich wahrscheinlich selbst. Hätte sogar sein können, wenn ich nicht ins Gras gefahren wäre. Ja, morgen startet ein neues Projekt. Deswegen wird morgen und übermorgen auch kein Mario Kart kommen. Also morgen, weil ein neues Projekt startet und weil ich ja dann gesagt habe, nein, das war scheiße, dass ab dann, wenn ein neues Projekt da ist, ich Mario Kart nur noch jeden zweiten Tag bringe. Und ihr werdet schon sehen, also ihr werdet vielleicht noch sehen, wieso dann übermorgen auch kein Part kommt. Es hat nämlich schon einen bestimmten Grund. Ob ihr den dann sehen werdet, hängt ehrlich gesagt von euch ab. Und wir werden es dann noch früh genug erfahren. Hä? War ich jetzt gerade zweiter kurze Zeit? Ach, ich kann überhaupt nicht fahren. Ich hasse die Donut-Ebene. Ah, das war cool. Hey, was geht hier ab? Was ist da los, Leute? Was ist da los? Nein, triff mich nicht, danke. Es ist weg. Ich weiß nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Hier übrigens, morgen ein neues Projekt. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ich hoffe, ich komme hier irgendwie noch halbwegs. Was ist gerade mit mir los? Ich fahre jedes Mal ins Gras rein. Das ist unglaublich. Ja, du bist witzig. Ihr seid alle witzig. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Oh, nee, komm, ich verdiene auch ganz ehrlich, ich verdiene es nicht, irgendwie einen guten Platz hinzukriegen. Nichtsdestotrotz hat sich nichts dagegen, wenn ich einen guten Platz bekomme. So, komm. Nee, das wird nichts. Achter, was bin ich? Achter, ja. Und mit diesem schlechten Platz verabschiede ich mich. Ich hoffe, der Part Achter und minus 8 Punkte. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Freut euch morgen auf den neuen Part und Mario Kart 8 gibt's wieder am Sonntag. Bis dahin, meine lieben Freunde, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.